左の肩を。Letzter genau diese Rüstung. Komm her. Eigentlich muss ich da einfach ein bisschen besser drücken. Komm rein. Voll. Näher, der Klassiker, darfst du nicht grabben. Oh, wird gesniped. Wird er nochmal gesniped? Nein. Und geht zu einer Bombenexplosion. Ich bin vorher getroffen, allerdings war ich nicht ganz wirklich, aber das ist jetzt eine gute Edgeguard-Situation wieder. Er kriegt wieder den. Und er bleibt mal genug. Aber wie überlebt das? Das ist hier sehr schwer für SDN, auf die Stage zurückzukommen. Aber er hat es geschafft, ohne zu sterben. Und letzten Endes ist er ein Stock im Lead. Die Prozent ist wirklich egal. Wie viel Prozent auch noch macht, ist absolut gut, wenn er hier. Und ich komme dann vor, stirbt dann ganz zurückzeit und nice face hier die Garen und damit das erste Game für sich zu entscheiden. Okay, grab, ach, der Name geht ab. Oh, und er redet mit dem Up-Tilt. Und damit entscheidet SDN mit 2 Stocks und 280% das erste Game für sich. So, wir haben gesehen, sehr viele Callouts von SDN, Up-Tilts, teilweise auch Up-Smashes, auch wenn die nicht so erfolgreich waren. Und eigentlich Option, um die Approach-Option von Niceface zu kontern. Drücken hier so ein bisschen die Kante, Approach selbst ein wenig, bis Niceface den Punkt fühlt, dass er selbst sich jetzt in einer Fighting-Situation befindet, weil er in der Burst-Range von Ike ist. Ike könnte da Dash-Attacken, Ike könnte da Short haben. Und das zu verhindern, da will Niceface seine eigene Option machen und SDN blockiert diese. Mit seinem Up-Tilts, er weiß genau, wann die kommen. So, Game 2, mal sehen, ob Niceface sich hier an die Option adaptieren kann, ob seine Engage durchkommt. Readet den Backroll. Das ist schon an der Kante. Die Ei raus. Geht hier für den Killer-Doppel vor, der. Man sieht man nicht richtig. SDN schmeißt den raus. Er ist an der Kante und das ist Never Play Defense. Sofort decide, die soll Niceface hier keine Luft zum Atmen. Immer die ganze Zeit in Gefahr. Auch insbesondere, das, was interessant ist, wie er Druck erzeugt, indem er keine Hitbox auslöst, weil er bleibt unter dir stehen und muss halt Angst haben. Niceface muss Angst haben, dass da jederzeit die Abwehr kommen kann. Ich will natürlich Abwehr durch baiten. Kriegt er nicht, aber er kriegt ihn näher. Risky Abwehr über die Kante, aber es funktioniert. Wieder eine Comeback-Situation, allerdings noch selber Stock. Abi. Wieder eine Edgeguard-Situation. FT verfehlt ganz knapp. Oh, da war wieder der Caller mit dem Up-Tilt, aber nicht ganz schnell genug. Und die SDN steckt. So, das heißt, wir sind wieder in der Situation. SDN callt hier Niceface Jumps Out mit Up-Tilts ohne Ende. Und ist jetzt auch im Game 2 wieder ein Stock ahead. Niceface muss diesen Stock out. Wir haben gesehen im letzten Game, was passiert, wenn Niceface diesen Stock nicht bekommt. Er kriegt ein paar Prozente und irgendwann ist sein Combo-Range wieder disadvantaged. Und dann kann SDN halt die Prozente aufbauen. Am besten jetzt dieser Edge Guard leider in die falsche Richtung. Wieder auf der Stage, wieder neutral. Er macht das aber gerade ziemlich gut. Also wenn er ihn jetzt irgendwie an die Edge kriegt, vielleicht... Er hat ihn an der Edge. Der Bombe, ja. Das ist auch sehr, wie er die Option von SDN da limitiert, ne? Und dann direkt die Bombe hinterher. Sehr schön gespielt. Ja, so muss man das auch machen mit Link auf jeden Fall gegen Ike. Insbesondere gegen diesen Ike. Aber SDN lässt sich natürlich nicht unterkriegen. Er hat einfach noch schon eine gute Position allerdings. Ja, ziemlich even. Oh. Das ist eine Kombo sind hier unter Unterschied. Aber Link hat sehr gutes Edgeguarding gegen Ike. Oh, schöne Fair. Und Edgeguarding. Der was? Nein, die Bombe wird einfach aufgepickt. Das hat er smart gemacht. Ein bisschen Juggling mit der Abwehr. Die dritte Abwehr verfehlt tatsächlich. Das wäre wahrscheinlich der Kill gewesen. Aber im Moment sah es ganz gut aus für Niceface. Er ist immer noch prozentual niedrig, aber er ist... Okay, jetzt aber Stage Advantage. Die Side-B verfehlt, löst aber aus. Okay. Ja, da muss er natürlich schilden, weil da die Bombe runterkommt. Geht hier auf die Plattform, fängt die Bombe.
Aber er wird diesmal nice fürs im Lead, nice fürs im Lead. Jetzt muss S den Stockout losen, bevor er nice fürs hier ein Lead aufbauen kann. Ich kann sich hier schon mal einen kleinen Vorteil verschaffen, aber... Oh, oh schön! Oh. Okay, vielleicht ein bisschen Damage und dann schön an die Edge. Das sieht sehr gut, das Game sieht sehr gut für SD, auch für Nice Face. Okay. Aber immer noch 60% Lead, 2 Kombos und dann 2 Killprozenten. Nice Face kann das hier einigermaßen gut spielen, aber wahrscheinlich wieder nicht. Wir müssen mal gucken, ob die Callouts wieder kommen, ob SD wieder anfängt, Jumps zu Callout oder ob... Ja, und da geht's schon los. Mit dem Update. Ja, die Uptilts sind auch immer insane von SDR. Nicht nur die Dash-Attack, sondern auch der Uptilt. Der Uptilt ist immer zum Callout. Er weiß genau, wann Iceface da die Jumps setzen möchte. Und sagt, hier, Schwert. Mhm. Oh, schöne Sequenz von SDN. Okay, ist jetzt langsam schon ziemlich close. Oh, der Turnaround. Beide sind natürlich Charaktere, die auch gut killen können. Das ist definitiv wahr. Aber Ike hat da dann noch einen... kleinen Vorteil. Oh! Das ist aber egal, er wird auf der Karte. Das war sehr schön gemacht. Schön, ja. Hat nicht getaggt und Niceface punisht das sofort. Also haben wir hier ein 1-1. Wir haben ein 1-1. Schon mal sehr gut. Was würdest du schätzen, welche Stages wird jetzt. Wird auf welche Stage? Ja, welche Stage wird SDN picken? Vielleicht werde ich. Ja, genau. PS2. Also eigentlich sieht man nur diese beiden Stages, wenn die beiden spielen. Eigentlich nur PS2 und Battlefield. Ja. Das war eben gerade, war es Small Battlefield, oder was? Ich dachte, das wäre auch Battlefield gewesen. Kurzer Gesicht. Ja, das ist insane. Bei mir auch. Aber ich glaube, das ist irgendwie auch normal. Das ist wirklich schöner, den Druck. Er läuft einfach in sein Gesicht und macht Schild. Mhm. Und dann bringt er halt Niceface dazu, dass Niceface denkt, okay, jetzt sollte ich mich verteidigen. Jetzt ist er in der Position zu Alter, engagen und abtilt. Hier hat er diesen Grab bekommen. Das sah so aus, als ob er an ihm vorbeigerollt wäre. Ja, das können halt SDNs. SDN nochmal mit einem ganz anderen Tempo jetzt gerade. Ja, also SDN liegt hier auf jeden Fall direkt vor. Springt über den Boomerang, kriegt die Berge. Das ist eine richtig ungute Situation für Niceface. Hat auch kein Hit gelandet. Ah. Oh, ganz knapp da. Was ist leider ganz knapp da mit der Spitze, die. Und, okay. Also ich sollte die Klappe halten. Sofort ein schönes Comeback gemacht, ein kleines hier. Solange er überlebt, es ist egal. Wenn die kleinen Hits werden, die mich töten. Und schön. Das soll er nicht können, oder? Es geht! Und mit Nice Face mit dem insane Comeback. Das war nice. Über die gesamte Stage. Und ja, SDN macht sofort. Alles klappt. Damit wird dead even. Ja. Schon mal dieses ganze Pressure, das SDN am Anfang hatte, so richtig die Fahrt rausgenommen gerade hat Nice Face mit der Combo. Das stimmt, aber das ist nur relevant, wenn er das jetzt auch beibehalten kann und nicht SDN einfach die Pressure direkt wieder aufbauen kann. Aber bis jetzt sieht's gut aus. Mhm. Nice Face covert hier gut den Jump Arc, steht da, wo SDN landen möchte. Näher out of Shield als Punish auf ihn mehr. Ja, bisher. Full-up Approach, wieder. Wir haben darüber geredet. Er ist in diesem Range, wo Niceface nicht mehr darauf reagieren kann, wenn er einen Dash-Deck oder einen Short-Up macht. Das heißt, er zwingt damit defensive Optionen von Niceface raus und kann die dann punishen, indem er selbst überhüpft. Also defensiv, im Gegenteil, offensive Option. Und hier vielleicht ein bisschen dasselbe. Aber ist halt Linknair. Ne? Linknair ist alles. Linknair ist Love, Linknair ist Life, Linknair ist Advantage, Linknair ist Disadvantage, Linknair ist Offensive, Defensive. Safe ist nur, Linknair ist nur nicht immer genug Range. Vor allem gegen Ike. Also da muss man manchmal aufpassen. Eigentlich sollte er immer aufpassen. Das ist wahrscheinlich wahr. Link hat natürlich, muss man auch sagen, hat man gerade eben gesehen, Abi und vorher, das ist auch sehr gefährlich, killen sehr, sehr früh. Und er hat seine Wege da reinzukommen und mit dem Boomerang, den er ja gerne benutzt. Aber er trifft die Bombe, hast du gesehen? Ja, die Bombe hat das so ein bisschen delayed. Und dadurch trifft er den Kann. Aber es ist fein. Also. Hätte er bestimmt Jab machen können und wenn er runterfällt, down air. Das hätte schon klappen können. So, das ist natürlich eine interessante. Nevermind. Okay. Ich wollte gerade sagen, es ist eine interessante Situation, wo es einen Raw-Hit treffen, aber er kriegt den Raw-Hit auch direkt, indem er das Landing von Niceface da abfängt. Killed Uptilt schon von Link? Ich glaube schon. Beste Chance gerade ist irgendwie ein Uptilt, ein Upsmash. Eben hat er es ja so gemacht, dass er ihn auf die Plattform gekommen hat und dann Upsmash gemacht hat. Ja, das war auf jeden Fall so ein gutes Setup. Ja, Uptilt. Okay. Aber ich möchte auch mal kurz, können wir kurz darüber reden? Schönes Setup, was Link auch gerne macht, ob SDN hat, Niceface auch schon gegen mich sehr häufig gemacht hat, ist Bombe auf dich draufwerfen und dann hinterherlaufen und grab, weil du musst ja die Bombe schillen. SDN hat einfach seinen Dash-Stift benutzt, um die Bombe zu fangen und dann durch die Bombe durchzukriegen und dann natürlich Niceface getroffen.
Was, wenn das beabsichtigt war? Next-Level-Stuff. Höchstwahrscheinlich beabsichtigt war und dann auf jeden Fall schmutzig. Ich glaube schon, weil er grabt ja auch immer die Bombe, wenn er von der Edge kommt. Also er ist auf jeden Fall sehr, bewusst, dass er die Bombe da um die Bombe rumspielen kann und muss. Er analysiert auch immer seine Sets. Also er schaut sich durchaus seine Sets an und guckt, was er besser machen kann. Und deswegen, so Kleinigkeiten ändern sich dann auch jedes Mal, wenn er spielt. Ja. Okay, also jetzt gerade kleiner Vorteil für Nice Face, aber er muss halt irgendwie den Kill bekommen, bevor das so eine Max-Rage-Situation wird und das dann doch nochmal erlastet. Ich glaube, also ich weiß nicht, wenn er jetzt hier 70%, das könnten schon Kill-Prozent sein für eine Abwehr. Ja. Ist wieder sehr aggressiv an der Kante. Er macht normal Get-Ups und so, sind nicht für SDN. Aber SDN grabt nicht mehr die Nähe, oder? Das hat er schon. Oh, dieser Air Dodge, der war so risky. Das ist dieses Advantage. Das ist vielleicht nicht lang, aber du bist sehr gefährlich. Oh. Ist safe vorher, glaube ich. Ja, die Fair. Da hat man den Uptilt gesehen. Wird ihm auf jeden Fall den Sieg schenken, wenn er die kriegt. Die Nair-Trade. Nair Uptilt, glaube ich, oder? Nair. Wow. Nee, beide Nair. Ja. Beides Nair. Eigentlich auf jeden Fall Nair. Link Nair ist stark genug und kriegt dabei draußen ja den Kill tatsächlich. Okay, also 2-1. 2-1? Nice, das ist hier in Führung. Das wäre ja insane. Sketty upsetted, Nice Face upsetted SDN. SDN einfach in der ersten Runde Lose. Das wäre wirklich insane. Aber das würde dann heißen, Bracket Reset. Später. Game vielleicht, 10. Ja, das stimmt. Das bedeutet, vielleicht haben wir dann mehr Games in Grand Finals. Das ist auch schön. Mal gucken. Aber bisher war es so, SDN verliert eigentlich gegen kaum jemanden. Sketty hat ganz gut gegen ihn, glaube ich, gespielt, aber auch nicht wirklich eine Chance gehabt. Beisel hat halt mal paar Mal gegen ihn gewonnen und ich weiß auch, dass er nicht so gerne gegen Dakan spielt. Ja, wir haben eben gerade ein bisschen friendly gespielt und er hat random gespielt und mich mit Little Mac restockt. Also jetzt SDN? SDN. Oh, ich kann mir der richtig, Typ ist ein Monster. Ich kann mir richtig vorstellen, wie stationär er gespielt hat. Mit also Little Mac? Mit Little Mac kannst du auch super stationär spielen. Du wartest auf eine kurze Sache, läufst du und machst Dash Attack oder ja, FD. Er ist tatsächlich einfach mein Gesicht gelaufen und abtilt. Oder ein 5 Abtilt oder so. Meine Verteidigung, ich kenne das Matchup. Ich bin auch richtig schlecht gegen Lil Mac, aber ich glaube auch, dass Yoshi schlecht gegen Lil Mac ist. Oh! Blicketick schickt er nicht, aber beide noch im ersten Stock. Und wir sehen, Nice Face ist tatsächlich irgendwie das. Oh, die Dash Attack. Er landet einfach den Disadvantage, macht erstmal Dash Attack. Das ist so eine SDN. Ich finde, die Range hat gar nicht gestimmt, da eine Dash Attack zu machen. Er hat ihn einfach so mitgeschoben. Ja, aber du machst ja auch häufig nicht. Du guckst ja nicht, du willst ja nicht dazu kommen, wo der Gegner ist. Keine Bombe. Mir fällt ein. Macht nicht viele Bomben-Recoveries. Okay, Parry. Auch wichtig eigentlich gegen Ike, ein bisschen zu parryen. Ja, aber es ist auch sehr risky. Du willst halt, weil. Das macht SDN auch sehr häufig, dass er halt einfach nicht fast fallt bei seinen Aerials und dann versucht zu parryen. Oh ja, er kriegt den ersten Kill. Und da ist die Abwehr, der Scheibenwischer. Sprich die Situation jetzt für Ike. Nice Face. Ike Face. Oh! Ja, und ich denke, ja. Das war sehr wichtig, wenn da die Interaktion, wenn er da zurück ins Noodle kommt, dann kann das bedeuten viel Damage und muss er sehr viel zurück aufholen. Oh. Du willst in diesem Game echt nicht gerne auf Plattform sein in vielen Matchups. Nee. Da ist sehr viel Druck davon bei den Seiten. Nice Face auch nice mit der Backyard der Nair. Schön alles hintereinander. Schön viele Hits. What? Oh, hat kein Jump. Oh. Das war's. Nee, Bomb Recover. Nee, die Bombe ist, glaube ich, draußen. Oh, er lebt noch? Ja, er lebt. Die Bombe? Wo ist die Bombe? Noch ein F-Tilt. Er hat die Bombe explodieren lassen. Jetzt kann er Bomben Recovery, aber er braucht sie auch nicht. Okay, sehr gefährlich sind und hat aber auch Damage bekommen. Es war nicht. Did you just walk up slowly? F-Tilt? Crazy. Er hatte sowas vor. Er geht einfach ein bisschen weg, macht einen F-Tilt. Oder einen Dash Attack weg. Oh, da hat die Cornouts gehen los. Guter Air Dodge, aber sofort gepunished. Das ist halt sehr gefährlich auch gegen Ike an der Stelle. Ike setzt halt die Landing ab. Er muss da durch. Ja, da ist jetzt natürlich die Bombe ist jetzt da. Ja. Oh. Und er muss da jetzt gerade durchpowern. Nice Face. Oh, die Zeit gekillt. Was für ein Punish. Ja. Dass er da an die Zeit bedenkt. Oh, und das ist tatsächlich eine Sache, auf die er achten muss. Ich weiß nicht, ob SDN das häufig macht. Aber theoretisch kann er hier näher Abi an der Kante und Nice Face killen. Geht das? Näher zu Abi ist eine Combo? Offstage. Jetzt zieht runter. An der Kante. So oft, er macht die Abi und dann also geht praktisch, wenn Nice Face an der Edge ist und hochkommt, näher und dann Abi. Genau. Okay, ja, werde ich mal drauf achten. Jetzt gerade braucht er das, glaube ich, aber auch gar nicht mehr wirklich. Nee. Auf jeden Fall guter Trade für Ike.
Weak näher macht er deutlich weniger Damage und die Situation ist natürlich hervorragend für SDN. Oh, er wartet so und spielt so oft Offbeat und so, das ist total schwer gegen SDN irgendwie was zu predicten. Und da kommt dann der Tomahawk Grab. Mhm. Aber er macht halt, es ist halt nur Grab so, man. Die Bombe nach unten, Kombat in den, ich glaube, hat es gekombat? Ja. Ich glaube schon, ne? Der ist von der Bombe getroffen worden und dann kommt es in die Vorwurde. Sehr schönes Coverage, ne? 2-2. Beide Spieler sehr stark an der Kante. Ja, beide Spieler sehr viel Druck an der Kante. Niceface natürlich mit den Bomben-Setups. SDN, wenn er aus Versehen auch eine Bombe hat, dann auch mit den Bomben-Setups, die wir gerade gesehen haben. Oder halt einfach mit den Grabs, mit dem Pressure, weil er den F-Tilt hat, den musst du respektieren. Genau. Du meintest ja eben, schon, ist ja nur ein Grab, aber genau das nutzt er halt, indem er 2-3 Mal hintereinander grabt einfach. Und macht einfach easy Damage, wenn man schon irgendwie 100% hat, warum nicht noch ein paar mehr? Und vor allen Dingen irgendwann vielleicht die Nerven von des Gegners, vielleicht machen die irgendwann, macht er dann nicht mehr Normal Get Up, wird nicht mehr gegrabt, aber vielleicht macht er eine Rolle und wird geupsmashed, oder? Vielleicht macht er nicht mehr Stein, sondern Schere. Das ist natürlich das Problem da, genau. Ja, mehr von iGrab. Oh, schade. Bin ich auf den Punish gebannt, das ist natürlich ein sehr guter Starter, allerdings nicht so, wie ich gedacht habe. Der Shit Attack gerade. Ja, hätte nicht gekillt, glaube ich. Außer ist die aber scary und wenn der Jump weg ist. Er hatte keinen Jump mehr, das wäre sehr. Also mit dem Raus, raus die Eye, das wäre scary. Read Jump mit davor, der. Oh. Und snipe ihn mit dem Arrow, aber. Oh. Snipe nochmal mehr. Okay. Ja, das ist dann ist gut. Und er ist wieder zum Neutral resettet. Trade, wenn er da nicht tradet, kann er noch ein Combo machen. Aber kriegt den F-Tilt auf das Landing. Er hat die Hitbox extended durchs Bombentreffen. Ich hat die vorher nicht getroffen. Oh, nice, wäre das ja ganz an dem Rand. Oh. Der Boomerang rettet ihn. Oh, ganz wichtig gerade. Ganz wichtig gerade. Zeit ist schon draußen. Der Druck. Bei Airlodge kann alles gut, alles safe. Er fängt die Bombe, aber. Ja, der hat diesen. Nice Face mit dem First Blood in dem Game. Wie steht es eigentlich gerade? 2-2, ne? Ja. Das ist Game 5. Game 5. Hier Nice Face gegen SDN in Winners Quarters. Winners Quarters. Oi. Oh, kein Grab. Naja, killt natürlich noch nicht. Ist kein Kill. Oh, die Vorwahl, der verfehlt halt um Pixel, um Frames. Durch Niceface will jetzt hier benutzen, dass SDN hier versucht, den Stock zu kriegen, dass er halt selbst vielleicht mal einen Engage kriegt und ordentlich Damage reinklucken kann. Das ist natürlich eine Sache, die er nicht mehr machen kann, weil er gerade weggehauen wurde. Moin! Wir haben wieder wilde Leute vor der Tür. Ja. Die wilden Kerle. Ich glaube, da hat jemand gewonnen. Ja, ich habe schon hier Zeichensprache von Skeddy eben gerade gedeutet. 2-0 für ihn. Trage ich auch eben mal ein. Wir sind wieder im Neutral. Das habe ich heute sehr häufig gesehen. Du wirst auf die Contact geschleudert und dann machst du Get-Up Attack, weil du halt dann das Follow-Up hast, wenn der Gegner dahin springt. Hier ist kurze Combo. Oh. Into Dash Attack. Das ist scary, aber es ist nicht zu scary. Er überlebt das. Kommt, macht nochmal Get-Up, keine Grabs. Bisher ist SDN auch noch nicht weggegangen. Also offstage gegangen, um ihn mit einer Fair zu treffen oder was. Aber ich sag dir, das wird auch noch kommen. Er hat sich auf jeden Fall in die Position gebracht. Aber im Moment, die F-Tits sind super. Da war. Oh, ich habe den Fullstone geschaut, aber SDN hat schon einen Button gedrückt, wahrscheinlich. Vielleicht noch im Endleck des Futterboard, ja, das ist auf jeden Fall. Wenn SDN da gefutzelt würde, ist er tot. Oh. Das ist nur der Weekend oder Weekend? Noch. Oh. Ah, das war der Strong Hit! Okay. Nice Face im Lead. Er hat zugedreht, SDN war in Kontrolle, aber ein Nice Face mit dem Burst raus. Wir müssen mal sehen, das sieht gut aus für Nice Face. Also. Gute Sachen vorher aus, gut aus, aber normalerweise hat er den sehr schön den Stock danach bekommen. Mal sehen, was wieder der Fall ist. Auf jeden Fall die Vor der. Get Up Attack. Oh. Kriegt auf jeden Fall Damage, das sieht sehr gut aus. Oh mein Gott. Oh, wenn er da den Upsmash kriegt. Dann ist das vielleicht. Oh, SDN ist tot. Das war's. Uff. Nein, was das ist passiert. Ah, antiklimatisch. Ich habe gedacht, er landet, aber ist an der Wand vorbeigefährt worden. Sehr unfortunate hier für SDN.